So, zurück in der Batcave. Wir haben letztes Mal die Pinguin-Mission gemacht und jetzt wollen wir mal die Schurken-Version davon spielen. Dafür müssen wir einmal ins Arkham Asylum. Wo war das nochmal? Hä? War das nicht hier? Oder war, Moment, wo war das? Nein, das war nicht hier. So, wo war das? Ach, guck mal, da hinten ist Batgirl. Hallo. Hallo. Batgirl ist viel, viel cooler. Warte mal, folgen dem jetzt beide? Okay. Wo lande ich jetzt hier? Ah, okay. Genau das wollte ich doch. Oh. So, genau. Gut. Dann wollen wir mal. Hacke-Computer. Ach so, nee, nicht das. Obwohl, wir könnten mal gucken. Ach nee, das machen wir irgendwann später. Wo waren denn hier die Missionen? Warte mal, entweder waren die da links, aber ich glaube, die rechts oder ich glaube, die waren aber hier links irgendwo. Wo waren die Missionen? Aha, hier sind sie. Gut, los geht's. So, das ist das Zeichen vom Joker, ne? Glaube ich. So, wie heißt das? Rock am Dock. Okay. Dann rocken wir mal am Doken. Der ist nicht lustig. Hey. Wir sind ein U-Boot. Das haben wir doch schon gesehen, ne? Ja, ich glaube, das war der Anfang hier. So. Okay. Ich finde das immer doch so krass, dass der so eine Waffe hat. Pinguine einfach. Ich bin ja immer noch gespannt, wie die nächsten Lego-Batman-Teile werden. Gibt ja insgesamt 3 Stück, beziehungsweise 4. Gibt ja noch einen Spin-Off. Und Lego Batman gibt es auch noch in Lego, hier in Lego Dimensions. Und Lego Batman auch noch vom Lego Batman Movie. Aber ordentlich zu spielen noch in der Zukunft, Leute. Noch ordentlich. Ja. Könnt ihr gespannt sein. So, wie ist eigentlich der Spielton? Ist der nicht zu laut, nicht zu leise? Ja, da müsste eigentlich ganz okay sein. Bane. Haben wir gegen Bane schon gespielt? Bane Pinguin hier. Die Satellitenschüssel, die wir für den Pinguin-Transmitter brauchen, ist soeben in den Docks angekommen. Mit deinen Fäusten und meinem Gehirn kann uns nichts mehr aufhalten. Mach meinetwegen die ganze Stadt dem Erdboden gleich. Hauptsache, ich kriege die Schlüssel. Okay. Ich finde immer noch diese Dialoge so schwachsinnig. Also da muss ich sagen, da sind diese Batman-Sachen viel, viel angenehmer. War die erste Mission nicht sogar das mit dem U-Booten? Ich dachte gerade, jetzt keine Musik. Ist nur sehr, sehr leise. Das ist bei mir sehr, sehr leise. Quack, quack. So, mal ein bisschen lauter gemacht. So, ja, ist gut, Bane. Ist gut. Bane. So, vielleicht kommt heute Strohkopf, dann wird er wieder meckern. So, wir sind Bane. Aber ich glaube, ist Bane nur einfach stark? Ja, und Pinguin kann schießen. Aber sehr langsam. Der Pinguin kann Pinguin-Bomber benutzen mit dem silbernen. Oh! Das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich doch gar nicht machen. Hä, das ist... Oh, den gab's aus Lego, den Police Truck. Aber nicht bei den DC-Sachen, sondern generell. Okay. Oh, eine Möhre. Sachen gibt's. Naja. Nee, ich bin gerade generell so ein bisschen in DC-Laune. Ich weiß noch nicht, wieso. Irgendwie...
Deswegen, wie gesagt, ich freue mich total auf, ich freue mich total auf die Superman-Filme, die ich kriege. Ich hoffe, ich kriege nächsten Monat noch ein paar andere DC-Animated-Filme. Hä? Was macht der denn da? Achso, der schleicht. Ja, und mal sehen, ne? Was sonst daraus wird. Aktuell sieht ja leider die Situation im Bereich DC nicht so erfolgreich aus. Gestern war wieder eine riesen Twitter-Kampagne mit Restore the Snyderverse. Wer es nicht mitbekommen hat, von einem Justice League-Film ist ja eine neue Schnittversion rausgekommen, beziehungsweise die Originalschnittversion. Viele meinen ja so, ja, nur man hat da ja neue Szenen reingedreht, für gedreht und da den Film länger gemacht, weil der damals so schlecht war. Nein. Der Film wurde damals komplett abgeändert als das, was der Originalregisseur machen wollte. Und jetzt wurde halt genau das gemacht, was der Originalregisseur gemacht hat. Und im Originalfilm waren wohl nur 10% der Inhalte aus dem originalen Drehs. Bedeutet, wir haben jetzt, dadurch, dass da noch 4 Stunden geht... ja... sehr, sehr viel neues Filmmaterial. Achso, der kann ja gar nichts. Aber ich finde Bane hier interessanter als bei den anderen Dingern. Also der sah auch in den Lego-Sets so aus. Ja, und jedenfalls die Fans versuchen gerade, weil halt der Plan bestand aus, daraus halt 3 Justice League-Teile werden, die auch schon komplett durchgeplant waren. Von dem, von Zack Snyder. Ja, und das will aber Warner nicht. Die mögen das überhaupt nicht. Deswegen haben die auch damals, die mochten schon nicht Man of Steel und Batman wie Superman, ne? Ja. Und jetzt versucht halt die Fanbase, darunter auch ich, irgendwie, dass das doch passiert mit dem Hashtag Restore the Snyderverse. Und wir sind jetzt nur noch 2 Zuschauer, weil das keinem Schwein interessiert. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Ich wollte eigentlich nur aussteigen und da hochgehen. So. Mich interessiert das voll. Aber ich sag mal jetzt, abseits des Interesses an DC oder sowas, guck mal, ich kann gleiten. Es ist schon eine verdammt krasse Sache, dass Fans es geschafft haben mit dem Hashtag Release the Snyder Cut, dass halt die Schnittversion von dem Original Justice League rausgekommen ist. Und das zeigt eigentlich, wie viel Kraft Fans haben können. Weil die so lange gesagt haben, ey, bringt das raus. Und dadurch sind jetzt ganz viele auch ermutigt, halt das bei anderen Sachen zu machen. Zum Beispiel wartet man immer noch auf eine bessere Schnittversion von Suicide Squad, weil der Film ist ja auch total vermiest worden. Der war wohl auch im Original viel, viel düsterer. Aber hey, man muss ja alles wie Marvel machen, ne? Kann ich da irgendwie hoch? Ich frage mich immer, ob das so gedacht ist, so bestimmte Sachen zu kriegen. Bestimmt nicht. Bei ihnen ist doch schwer genug. Oh, sind schon wieder neue Gegner. Oh, ich will das Geld haben. Naja. Deswegen, ich finde das so lustig, weil viele Leute sagen, also es gibt jetzt immer mehr Leute, die halt anfangen zu beleidigen, wenn es halt um diesen Hashtag geht. Und weil die dann meinen halt, man soll endlich mal ein Leben kriegen oder sowas. Und was die denken, dass das angeblich wirklich klappt und so. Ja, aber es hat doch schon mal geklappt. Warum soll es denn jetzt nicht klappen? Na? Naja.
Also ich würde mich halt mega freuen, wenn die komplette Vision des Regisseurs halt veröffentlicht wird. Um das halt ganz grob zu fassen. Ist damit eigentlich nie Herzen in diesen Spielen, ne? Aber irgendwie manchmal schon. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, die ganzen Dinger hier kaputt zu machen. Aber naja. Kann ich hier runter eigentlich? Tatsache. Ist hier irgendwas? Ist aber ein, also das Level gefällt mir überhaupt nicht, weil das ist mir einfach viel zu weitläufig. Ich mag ja keine Level, die zu weitläufig sind. Obwohl es geht, im Wasser ist nichts, das ist nur so. Ich glaube, dass du, wenn du reinfällst, dass man so ein kleines Hindernis hat, dass das so ein bisschen verschwert wird. Verschwert! Was für ein tolles Wort. Ich finde aber auch generell, Comics sind total underrated. Weil das ist ja auch schon eine eigene Kunstform eigentlich. Besonders im Bereich DC sind die Figuren so interessant teils gestaltet. Ach so, da geht's weiter, oder wie? Oh. Okay. Aber wieso kann ich denn hier noch lang? Oh, da hinten sind ein paar Münzchen. Naja, okay. Meh. Wie auch. Achso, ich hab vorhin direkt so eine Ente gemacht. Ente. Pinguin. Ich mag Pinguine. Hab hier sogar einen liegen. Toll. Achso, hätte ich gar nicht drüber fliegen müssen unbedingt. Das sind richtige Seemänner, Leute. So. Sollst das Ding in die Luft jagen? So. Machen wir gleich schon wenigstens das Geld zusammen. So. Bing. Das war's, mehr nicht? Wie enttäuschend. Ich habe noch nicht mal fahren oder so. Okay, da vorne kann man wohl irgendwie lang. Aber ich glaube, ich kann nicht so hoch springen, leider. Ich habe gesehen, hier irgendwo war noch ein lilaner Stein, genau. Das ist der wertvollste, weil er 10.000 wert ist. Den gab es früher gar nicht. Ich glaube, den gibt es erst seit... Oh, da wird Punkte multipliziert, aber ich komme da leider nicht hoch. Naja, egal. Aber irgendwo muss es hier doch noch die Möglichkeit geben, noch einen Truck zu kriegen. Weil da rechts ist doch auch nochmal so eine Plattform. Naja, egal. Wir gehen einfach mal weiter. Nee. Hallöle. So, und sonst? Mit seinem Schirmchen. Moment. Ist wieder so viel Planschen. Wieso ist hier so viel Wasser in dem Level?
Was ist, wenn ich Killer Croc wäre? Kann ich dann irgendwas machen? Oh. Ich dachte, jetzt bleibt das Spiel stehen. Ah, hier ist nichts. Okay. Und ich bin auch so blöd und guck die ganze Zeit. Eigentlich müssen wir nur das Level zu Ende kriegen. Das sperrt mir bestimmt das Video. Ich merke schon. Oh, neue Lego-Teile. Ja, voll so neu sind die gar nicht. Das war schon cool, als ich die denn mal hatte. Und tot. Hup, 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 hup. Oh, wir sind ein super Schurke. Wir haben es geschafft. Aber ich bin auch gespannt, wie viel, ob wir noch hier irgendwie genug von diesen roten Kästen kriegen. Also, dass wir noch mehr Extras haben. Da die sind ja so mitunter die wichtigsten Sachen für mich, um halt die 100% zu kriegen. Zimmerfilm. Was ist das hier überhaupt? Da kommt bestimmt später eine Leiter raus. Kann Bane auch so hoch fliegen? Ja. Aber der kann nicht so weit fliegen. Bane! Los, Bane. Grabbel dir das. Okay. Dachte, ich hätte nur mal Geld gehört. Da oben kann man wohl auch irgendwie lang. Aha. Ach so, mit der Blume. Okay. Oh. Giftmüll. Also meines Wissens nach ist keiner von denen irgendwie toxisch verseucht. Eventuell höchstwahrscheinlich, also höchstens Bane. Aber Bane ist, ja, weiß ich nicht. Eigentlich benutze ich ja nur eine Droge, um stärker zu werden. Hm. Und zwar das gute alte Venom. Was immer so ein bisschen irritierend ist. Wegen dem Marvel Venom. Das ist so ein bisschen wie in Star Wars gibt es das Material Carbonit. Und das wurde halt, also vom Namen her, nochmal. Tatsache, der kann hier durchlaufen. Nochmal benutzt für. Ach, hier kann Freeze bestimmt was machen. Für, für Indiana Jones, da wurde das auch ganz kurz eingeblendet, irgendwo, dass irgendjemand das halt irgendwie importiert oder so, keine Ahnung. Irgendwas in dem Bereich war das. Aber beim zweiten Teil. So schöne Easter Eggs. Weil es ja auch von den, hier, mit George Lucas hat er Star Wars gemacht und der hat auch Indiana Jones mitgemacht. Was viele nicht wissen. Aber ich weiß das, weil ich weiß so eine Menge. Oh, da geht's sogar weiter. Oh, okay. Ist aber viel los. Warum ist hier so viel los? Ich mag das nicht, wenn das zu viel ist. Deswegen sag ich ja, das Level ist mir ein bisschen zu absurd. Ah, so komme ich weiter. Ein Mülltransporter. Sachen gibt's. Kurz essen, alles klar. So komme ich. Oh nö. Aber das wäre echt cool gewesen, wenn da irgendwie oben was versteckt wäre. Ich hab mich fast verschluckt. Das wäre nicht so schön. So spiele ich jetzt eigentlich den Pinguin. Der Pinguin ist ja voll langweilig. Der ist in den, also in, oh, es gibt so ein richtig cooles Comic, das muss ich mir mal von meinem Bruder noch ausleihen. Der hat so ein, ich glaube, da ist sogar ein bisschen die Origin von ihm beschrieben.
Aber auch nochmal so auf so ein bisschen dramatische Weise. Ist ja immer anders. Also neben Comic-Dings. Oh. Aus der Wand. Konzentration. Okay. So, Bane. Du kannst jetzt hier Kisten öffnen. Warum auch immer. Ist halt einfach so wohl. Habe ich dem gerade das Rückgrat gebrochen? Okay. Okay. Weil das macht Bane mal gerne. Das hat er auch bei Batman einmal gemacht. Da, oh Gott! In einem Kinderspiel, ich bitte euch. Ich glaube, das Spiel ist ab 6, oder? Ah, da muss ich raus. Ich gucke aber trotzdem mal. Kann ja sein, dass hier doch noch was. Moment, oh, hä? Aber der ist doch auch. Hä? Ich kann jetzt links oder rechts, also ich schätze mal. Ja toll, jetzt die Tür wieder zu. Also ich schätze mal, dass man hier nicht durch kann. Schade. Geh auf! Geht die Tür nochmal auf? Wollen wir uns mal angucken? Aber ich glaube nicht, dass ich da rein kann. Dann werde ich jetzt gleich runtergehen. Nee. Okay. So, meine Herren. Vielleicht auch Damen, ich weiß es nicht. Hä, warum ist hier so viel... Och, ich mag das Level nicht. Das ist mir einfach zu viel. Also, ich habe ja schon mal gemeint, ich mag das nicht, wenn Level zu groß sind. Oh. Und das Level ist mir definitiv zu groß. Okay. So, nochmal gucken, ob hier im Wasser was ist. Bestimmt ist irgendwann mal was im Wasser. Ich verstehe auch nicht, warum hier überhaupt Wasser ist. Warum machen die das nicht so, dass man da, wenn man da reinspringt, dass man stirbt oder so? Konnte man überhaupt schon mal ein Lego-Spiel schwimmen vorher? Ich glaube nicht. Vielleicht haben die das deswegen reingemacht, damit man dem Spieler nicht so vermittelt, ja, Wasser ist doch manchmal gefährlich. Oh. Achso, der braucht Liebe. Liebe, Harry. Liebe. Die stärkste Macht im Universum. Tatsache. Ob man es glauben will oder nicht. Und warum zieht er so eine kleine Giftspur hinter sich? Ich weiß es nicht. So, da bin ich rausgekommen. So. Schalter. Okay. Alles klar. Ich denke mal, da müssen wir später hoch. Ein bisschen tricksen und schon ein paar Münzchen holen. Ich glaube, das... Entweder ist das der nächste Halt. Ach nö, das ist was ganz anderes. Okay. Ah, deswegen für Strom.
Nein, der Herr Pinguin, ich... Hä? Ist der da einfach hochgekommen? Nee. Ich dachte schon. Das wäre mir zu absurd gewesen. Der da hinten, der hat auch keinen Bock mehr. Herr Bane, wie bist du denn hier hingekommen? Ich glaube, wenn man hier so ein bisschen sich anstrengt mit dem Springen, kriegt man es auch gut hin. Na, guck mal, hier sind wieder solche komischen Teile für den Robin. Das finde ich total lustig, die Idee eigentlich. Also mit diesen Einsaugen mit den Teilen. So. Schade nur, dass wir das bis jetzt noch nicht so oft hatten, wie ich gerne hätte. So. Blub. Schön. Okay. Ich gehe als erstes, Bane. Okay. Lass mal gucken, ob hier noch irgendwie was Wichtiges ist. Scheiße. Ich bin ja neugierig, ne? Woher kommt das Geräusch? Ist das von Pinguin? Der am Watscheln ist. Achso, okay. Da. Oh. Ja, hat er sich gut selber gerettet. So. SWAT, das SWAT-Team. Hallo. Oh, ich kann gar nicht mit dem zielen. Da oben ist noch einer. Okay, solange er nicht schießt, ist ja alles gut. Oh. Eine Satellitenschüssel. Oh, das war's schon? Nein, nicht die Polizei. Tschüss, Bane. Oh oh. Oh nein. Hätte einfach damit fliehen können. Oh. Ja, das ist Bane. Auch wenn das ein bisschen zu überdramatisiert ist. Hier haben die den auch viel zu klein dargestellt. In den Comics, also der ist auch generell viel, viel größer. Ist der nicht sogar fast 3 Meter groß oder so? Schön. Viele neue Figuren. Also viele gibt's ja hier gar nicht. Das ist schon irgendwie schade, ne? Weil ich mir so Lego Star Wars angucke. Wobei, ja okay, ist ja nur Batman. Ich muss sagen, obwohl die eigentlich echt wenig, theoretisch wenig Grundlage haben, haben die da echt was Cooles mitgezaubert, oder? So, Steine gesammelt. Minikit, wie viel haben wir? Das sieht mir sehr entig aus. Bötig entig. Ja, fortsetzen. Gerne.